Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Auf einen Kaffee mit, den Zoom-Talks zur digitalen politischen Bildung. Heute geht es um Podcasts. Die sind ganz offensichtlich das beliebte Unterhaltungs- und Informationsmedium unserer Zeit, ob man sie nun ganz konzentriert am Schreibtisch hört, unterwegs in der Bahn oder als Begleitmusik zum Frühjahrspotz. Wir wollen heute fragen, was macht einen guten Podcast aus und wie lassen sich Podcasts in der politischen Bildung einsetzen? Für dieses Thema mussten wir nicht weit suchen, um einen interessanten Referenten zu finden, denn unser geschätzter Kollege Jan Witzer aus dem Landesjugendveramt in Sachsen produziert seit einiger Zeit den Podcast Sächsische Verhältnisse und ist jetzt mittlerweile bei fast 50 Folgen angekommen. Wir wollen mit ihm darüber sprechen, welche Erfahrungen er dabei gesammelt hat, von der Technik bis zur Vorbereitung bis zum Einsatz in der politischen Bildung. Und besonders faszinierend finde ich immer noch, dass Jan sich auf ganz unterschiedliche Gesprächspartner einlässt, ob sie jetzt von der Linksjugend kommen oder die ehemalige AfD-Vorsitzende Frauke Petri dabei ist. Und deswegen war das auch in dem Gespräch etwas, was mich besonders interessiert hat. Wie geht er in solche Gespräche hinein? Welche Haltung definiert er dabei für sich als politischer Bildner? Und wie wird daraus dann auch ein Gespräch, was uns tatsächlich etwas erzählt, was wir vielleicht so an anderer Stelle noch nicht gehört haben? Dabei viel Spaß! Durch das Gespräch führt euch meine Kollegin Annika Gramoll. Los geht's. Jan, schön, dass du da bist. Danke. Wenn man mal so auf deine Website, du hast ja mit deinem Podcast sogar eine eigene Website, wenn man da so draufschaut, steht da, ja, du bist dann irgendwann zum Studium nach Sachsen gezogen und stellst fest, wie schön es da ist. Das ist ein total netter Spruch. Du bist ja mittlerweile im Landesjugendveramt als Jugendbildungsreferent und reist da durch die Lande letztendlich einmal mit der einen Seite Jugendbildungsreferent, mit der anderen Seite mit deinem Podcast und interviewst mit deinem Podcast unterschiedliche Personen aus Politik und Gesellschaft. Mittlerweile hast du 47 Folgen, was ja echt Wahnsinn ist. Also hast jetzt total viel Erfahrung und es ist total schön, dass wir von dir lernen dürfen, dass du mit uns deine Erfahrungen teilst. Deswegen vielleicht einfach als allererste Frage, wie bist du eigentlich zu deinem Podcast gekommen, zu deiner Podcast-Idee? Naja, du hast es jetzt sehr getrennt vorgestellt, das hat aber viel miteinander zu tun. Also politische Bildung, die Stelle, die ich innehabe und das Podcast-Game, was ich betreibe. Den Podcast habe ich im Rahmen sozusagen der politischen Bildung erst begonnen, 2017, als eine Idee, wie Öffentlichkeitsarbeit, politische Bildung und sozusagen das Sachsen-Game, was hier gespielt wird, irgendwie miteinander ins Gespräch und in Kontakt kommen können. Ich habe halt nach Formaten gesucht, die es mir ermöglichen, bestimmte Entwicklungen im Freistaat Sachsen anders nachzuvollziehen. Und dann kam die Idee des Podcasts um die Ecke und jetzt darf ich ihn im November 3 Jahre machen. Wahnsinn. Was wäre denn so, wenn du jetzt so zurückguckst, so 3 Jahre, ist jetzt schon eine ordentliche Zeit und eben 47 Folgen auch. Was war denn so die Folge, wo du sagst, krass, die hat mich am meisten berührt? Also da gibt es verschiedene. Vor jeder Folge denke ich, das wird die geilste Folge ever. Das klärt sich dann ganz oft schon während der Folge, dass das vielleicht doch nicht so ist. Und sobald sie vorbei ist, denke ich, aber die nächste wird der absolute Knaller. Es gibt schon Folgen, die mich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen berührt haben. Da war ich, glaube, Folge 10 habe ich gemacht mit Frauke Petri. Da ist sie gerade aus der AfD ausgetreten im also kurz nach der Bundestagswahl, hat die Blauen gegründet. Und das war alles ein bisschen weird, weil auch so das Line-up ganz verrückt war. Ich bin dann nach Leipzig gefahren. Ihr Pressesprecher hat mich in Empfang genommen. Ich sollte mich auf so ein Ledersofa setzen, habe dann da gesessen. Und der hat vor mir gestanden mit verschränkten Armen und hat so alles an Drohgebärde irgendwie kommuniziert, was möglich ist. Und dann kommt Frauke Petri 20 Minuten zu spät rein, kleines Kind auf dem Arm, übergibt das Kind dem Pressesprecher und sagt, ich glaube, die Windel ist voll und plötzlich bröselt alles auseinander. Seine gesamte Fassade fällt zusammen und es ist ganz anders plötzlich. Und dann war es die ist menschlich unheimlich zugewandt. Und das war ein super nettes Gespräch. Da habe ich lange drüber nachgedacht, aber für die Folge habe ich auch entsprechende Rückmeldungen erhalten. Aber es gab auch eine Folge mit Thomas Geithner von der sächsischen Polizei, Polizeidirektion Dresden. Also in Sachsen gibt es da auch unterschiedliche, sagen wir mal, politische Herausforderungen, um es ganz vorsichtig zu sagen. Und da gab es ein Update auf meinem Computer und ich hatte alles aufgebaut und die Aufnahme hat nicht funktioniert.
Und der Pressesprecher, der hatte extra eine Praktikantin hingesetzt, alle Folgen durchzuhören, ob das auch seriös ist, was der da macht und ob er da hingehen kann. Und dann hat die Technik nicht funktioniert. Oh nein. Und ich habe geschwitzt. Und dann sagt er, ah, ist kein Problem, bei mir funktioniert auch immer was nicht, dann machen wir einfach einen neuen Termin aus. Solche Sachen bleiben halt mega lange im Gedächtnis. Und jetzt aktuell beschäftigt mich natürlich die aktuelle Folge, da rede ich mit zwei Jugendlichen von der Linksjugend. Und für die habe ich bei Twitter so einen kleinen Rant abgekriegt, weil ich eben die Linke nicht verstehen würde und angreifen würde und sie für alles verantwortlich machen würde. Ich finde das haltlos, macht aber nichts, ne? Das beschäftigt einen dann trotzdem, was da so passiert. Ja. Wahnsinn. Also total spannend. Du kriegst ja also unheimlich viele Interaktionen, die darauf passiert, ne? Das ist ja... Ja, ja, wobei das, also es ist so ein bisschen beides. Ja. Man kriegt unheimlich wenig negatives Feedback zu Podcasts, also überraschend wenig, dafür, dass es so eine exponierte Stellung ist, weil man sich die Ruhe nehmen muss, so eine Folge anzuhören, ne? Also das ist tatsächlich schwierig, wenn man eine Folge von, was weiß ich, 45 Minuten hat oder meine Folgen sind maximal eine Stunde lang, dann wird ein Argument ja auch bis zu Ende ausformuliert. Und so schnell Hass oder schnell Hate oder schnell Scheiße abkübeln geht halt nicht, wenn man das in Ruhe zu Ende hören muss und dann sich mit dem Argument auseinandersetzen muss. Insofern finde ich das ein ganz tolles Format. Aber ja, es gibt schöne Interaktionen auch. Also das, witzig, dass du es gerade ansprichst mit der Ruhe. Das hat genau gerade auch Kerstin hier im Chat geschrieben. Man muss auch die Ruhe dafür haben. Was ist eigentlich, hast du denn Lieblingspodcast? So, du machst zwar einen, aber hörst du dich auch am liebsten oder hast du auch einen eigenen? Auf keinen Fall. Also das ist ja immer die größte Herausforderung, mit der eigenen Stimme irgendwie klarzukommen und leben zu lernen. So wie man sie nicht über die Schädeldecke hört, sondern dann im Kopfhörer hat. Also im Videoschnitt höre ich meine Folgen mit anderthalbfacher Geschwindigkeit, damit es irgendwie schnell vorbeigeht. So. Ja, ich höre natürlich, also wie wahrscheinlich die gesamte Republik, den Drosten-Podcast, klar. Dann höre ich trotzdem Fest und Flauschig, weil die schon bei, als sie vorher noch anders hießen, der Name ist sogar schon weg, gehört habe. Und dann gibt es Zeitsprung, habe ich reingeschrieben, da erzählen zwei Historiker so weirde Facts aus der Geschichte. Total unterhaltsam, das gefällt mir gut. Und dann natürlich so ein paar, Lage der Nation ist auch dabei und Deutschlandfunk, der Tag und so, also. Aber ich höre eben unterwegs beim Sport, beziehungsweise wenn ich irgendwelche, wie hast du das vorhin genannt, andere haushalterische Tätigkeiten tue, dann höre ich halt Podcasts, also so als Nebenher-Ding und nehme dann immer nur diese Fetzen mit. Ja, wie würdest du einen Podcast beschreiben? Also wenn ich dich jetzt frage, was ist eigentlich ein Podcast? Ja, naja, also man kann das technisch auseinanderlegen, ne? Das ist ganz einfach, als hätte ich das gewusst. Das ist ja eine Abkürzung, also Pod steht für Play on Demand und da wäre dann die eine Frage im Chat, die ich gerne jetzt aufnehme, das macht den Unterschied zum linearen Radio. Das läuft halt so, wie es läuft und ich kann darauf vergleichsweise wenig Einfluss nehmen und bei Podcasts entscheide ich, wann sie laufen und dieses Kunstwort, also Play on Demand und Cast, das Cast ist entlehnt aus dem Broadcast, also tatsächlich aus der Radioübertragung. Ich spiele etwas ab, was mir angeboten übertragen wurde, aber ich spiele es dann ab, wenn ich es hören will und wenn es mir in den Kram passt. Und das finde ich, ist, glaube ich, also der Aufstieg der Podcasts hat für mich auch was mit der Individualisierung zu tun, dass man eben nicht sagt, ich gucke lineares Fernsehen, sondern ich habe Streamingdienste und ich höre nicht nur lineares Radio, sondern ich höre auch Podcasts mit den Themen, die mich gerade interessieren. Das kam auch jetzt gerade schon im Chat nochmal auf. Muss ich ein Profi sein, ne? Oder brauche ich journalistische Fähigkeiten, wenn ich selber einen Podcast mache? Hört doch einfach mal Folge 1 bis 3 der sächsischen Verhältnisse. Da wird ganz schnell deutlich, dass das mit den journalistischen Fähigkeiten, also ja, weiß ich nicht. Das ist, ich glaube, es ist hilfreich, wenn man Sätze bilden kann, die einigermaßen funktionieren. Also nicht zu verschachtelt und nicht zu komplex und nicht zu viele Füllwörter drin sind. Das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung. Und auf der anderen Seite gibt es einen Podcast, zum Beispiel Sekta FM, der sich mit religiösen Sondergruppierungen und Sekten und so beschäftigt. Der spricht einen unheimlich harten Dialekt, der Mann. Aber der wird gehört ohne Ende, weil sein Inhalt so gut ist. Insofern ist das Kriterium ein sehr wackeliges. Und die Frage nach den journalistischen Kompetenzen, die hat natürlich viel damit zu tun, was man machen will, also was das eigene Konzept
sagt, wenn man jetzt sich vornimmt, man will der Plasberg der Podcast-Szene werden und hart aber fair schwurbelige Fragen stellen, ja, dann wäre es okay, wenn man eine journalistische Vorbildung mitbringt. Gleichzeitig, und das ist ein bisschen eine Herausforderung, wenn man, wie ich das zum Beispiel mache, mit einem Podcast so in so einer Verschraubung mit der beruflichen Tätigkeit auch unterwegs ist, da muss man sich dann plötzlich an ganz anderen Kriterien messen lassen. Also es gibt Folgen, wo mir Menschen dann E-Mails schreiben und mich am Ethikkodex des Deutschen Journalistenverbandes messen und sagen, in Paragraph 2 steht. Okay. So, und dann muss ich mich natürlich inhaltlich erstens mit dem Ethikkodex des Deutschen Journalistenverbandes auseinandersetzen und zweitens dann argumentieren zu sagen, ja, kann schon sein, aber ich bin kein Journalist, ich bin politischer Bildner und das Format behauptet auch nicht, journalistisch zu sein. Also das ist ein bisschen, naja, da muss man gucken. Du hast ja auch eine ziemlich, also eine Struktur in deinem Podcast, ne? Wenn man den jetzt so hört, wenn man mehr als 3 Folgen hört, dann kann man so ein bisschen raus, du hast immer Anfangsfragen und Schlussfragen, oho. Wie hast du das entwickelt? Also was ist, und vielleicht kannst du auch was zu deiner Struktur, also was sind deine Anfangsfragen, was hilft dir da? Also ich habe, das Konzept hat einen Monat oder zwei, ist es in mir vor sich hingereift, bevor ich eine Idee hatte, wie überhaupt Podcasts funktionieren könnten für mich. Mittlerweile denke ich, ach, diese blöde Struktur, die wäre ich gerne los, ich würde das gerne ganz anders machen, aber ich habe vor allen Dingen am Anfang viel Struktur eingezogen, damit ich sicher bin, weil ich muss die Technik bedienen, ich muss dem Interviewgast, dem Gesprächspartner, der Gesprächspartnerin sozusagen ein gutes Gefühl geben, damit das Gespräch fluffig funktioniert und gleichzeitig irgendwie eine gescheite Sendung fahren. Und dann habe ich es am Anfang eben so gemacht, dass die erste Frage ist immer, wie geht's? Zweite Frage ist, wie verstehen Sie den Begriff der sächsischen Verhältnisse? Und dann haben die Leute auch erstmal geredet und sind drin. Bevor das passiert, stelle ich die Leute vor und versuche, ein paar Fakten über sie zu erzählen. Dinge, die sie noch nicht über gewusst haben. Und da kommt dann eben auch raus, dass irgendjemand Briefmarken sammelt oder Staatsrechtswesen studiert hat oder. Und dann kommen die Leute langsam rein in den Podcast und dann reden wir über Themen, die ich vorher mir sozusagen überlege, ausdenke und Fragen dazu formuliere. Und das, ich mache das so, da würden JournalistInnen wahrscheinlich sagen, na, das ist aber nicht gut. Ich schreibe in den Etherpad, ich würde sagen 60 und je nach Gast bis zu 80% der Fragen vorher rein. Das heißt, meine Gesprächsgäste wissen, was kommt. Erstens, weil, also das ist kein investigatives Format, der Podcast. Die Leute sind ja nicht, hoho, ein Mikrofon, was muss ich denn jetzt tun? So, sondern da gibt es ja einen Vorlauf, da gibt es eine Planung. Ich will, dass es ein gutes Gespräch wird, dass möglichst wenig Stottern, ach, das habe ich, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, das hätten sie mir sagen müssen und so passiert. So macht ja eine Podcast-Folge keinen Sinn. So. Also es gibt ein vorstrukturiertes Gespräch und 60-80% dieses Gesprächs stehen fest und der Rest entwickelt sich dann sozusagen im Kontakt mit dem Menschen, im Gespräch mit dem Menschen. Und da läuft dann die Sendung eben so hin und dann nutze ich diese einzelnen Elemente, die ich mir überlegt habe, um der Sendung Struktur zu geben. Das heißt, nach dem größeren Themenblock kommt Entscheiden oder Leiden. Da werden dann Entscheidungssituationen gezogen und man muss sich entscheiden. Also zum Beispiel nur noch Wasser von ethisch fragwürdigen Unternehmen trinken dürfen oder nur noch Kleidung aus Sweatshops aus Bangladesch tragen dürfen. So, und dann muss mein Gast sich entscheiden und muss sagen, was er davon nimmt und muss das auch begründen. Und dann weiß man, wenn Entscheiden oder Leiden kommt, dann geht es aufs Ende der Sendung. Dann weiß das auch der Gast und dann haben wir noch so 10 Minuten miteinander und da werden dann noch so ein paar schnelle Themen behandelt und dann geht's raus. Ich hab den Entscheiden oder Leiden-Beutel auch hier. Wir können auch noch was anderes ziehen. Du hast da sogar einen Beutel dabei. Ah, du kannst es auslosen oder wie funktioniert das? Ja, oh, wow. Weil wir das ja zusammenspielen. Also, großartig. Okay. Ja, das ist ja, ich will meine Gäste nicht vorführen. Ne? Mhm. Wenn ich also in Nicht-Corona-Zeiten kommen in diesen Beutel vorbereitete Streifen und dann wird das gewürfelt und dann geben wir uns den immer hin und her und dann zieht der eine für den anderen. Oh. Das geht jetzt gerade nicht so gut, weil das so mit Kontakt und Anfassen und so ist schwierig. Aber prinzipiell ist, also es lebt ja von der Interaktion und nicht davon zu sagen, jetzt Sie müssen entscheiden und nur leiden so. Das ist ja Quark. Aber du kennst ja die Fragen, ne? Ja, aber die sind ja mir auch unangenehm. Okay, also gut. Die schlimmste Frage, die habe ich dann noch aussortiert, da habe ich nämlich einen Sozialpädagogen, der so ein offenes Haus betreibt im ländlichen Raum, den habe ich damit total rausgebracht. Harter Kerl, tätowiert von oben bis unten, hat während der gesamten Aufzeichnung, ich würde sagen, 12 Kippen geraucht, selbst gedreht immer noch nebenher beim Reden.
Und die Frage war ab sofort untenrum oder obenrum nackt. Und da war der raus. Da ist der, hat er sich nicht mehr sortieren können. Und also ich hatte auch Schiss, dass ich die Frage kriege und ich habe sie nicht gekriegt. Das war ziemlich gut. Du hast eben gesagt, ja, du hast 60-80% in einem Etherpad geschrieben. Wie ist es denn? Wie gehst du denn mit deinen Gesprächspartnerinnen in ein Vorgespräch? Also wie sieht das aus? Wie lange dauert das? Also ich schreibe in der Regel eine E-Mail. Das war bei den ersten Folgen viel komplizierter, weil ja keine Referenz vorhanden ist. Jetzt kann man sagen, der und der war schon da, die und die war schon da. Wollen Sie nicht auch so? Da kann man auch Menschen, gerade sozusagen politisch aktive Menschen oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, kann man da auch mit dem eigenen Ego ein bisschen kriegen. Also ich biete sozusagen eine knappe Stunde Sendezeit. Wollen Sie sie haben? So. In der Regel reicht eine E-Mail. Und dann gibt es einen Termin und dann müssen wir meistens telefonieren, um die Termine irgendwie gut zusammenzukriegen. Und dann schreibe ich die Vorbereitung der Sendung ins Pad und schicke den Link rüber und sage, hier bitte, das ist die Sendungsvorbereitung, da werde ich jetzt bis zur Aufzeichnung sozusagen dran arbeiten und das aktualisieren. Unten sind schon mal die Shownotes, also die weiterführenden Links, die ich dann auch später in den Podcast auf der Website und im Podcast-Player einbinde. Die sammle ich da im Grunde auch schon runter, damit auch mein Gast weiß, was sind denn die Referenzen, auf die ich mich beziehe. Und dann treffen wir uns zu einem physischen Termin. War das jetzt ganz oft so. Die Technik, die ich benutze, ermöglicht auch den entsprechenden Abstand. Ich mache es aber auch so, dass ich, wenn das Treffen gerade nicht geht, dass man das per Videokonferenz dann aufzeichnet und dann ist der Ton nicht ganz so geil, aber es funktioniert auch. Und dann gehen wir, je nachdem, den Sendungsverlauf nochmal durch und sagen, wie sieht's aus? Gibt es hier noch irgendwas? Gibt es noch irgendwie Fragen oder ist Ihnen alles klar? Und da ist meine Erfahrung, je tiefer die Teilnehmenden im politischen Game sind, desto weniger Vorbereitung wollen die. Also alle Gespräche mit MinisterInnen, die ich bisher hatte, die wollen diese Vorbereitung gar nicht sehen. Die reden sowieso, was ihnen in den Sinn kommt, beziehungsweise die senden, was ihnen wichtig ist, um es jetzt mal ganz platt nur aus der Podcaster-Perspektive zu formulieren. Je weniger Erfahrung auch mit öffentlichen Auftritten besteht, desto sicherheitsbedürftiger sind die Menschen. Und die Spielregel lautet, ich schneide Räuspern, Husten, Schmatzen, solche Sachen fliegen bei mir raus. Und mein Gast hat während des Gesprächs auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe mich gerade verrannt, ich will neu ansetzen. Dann setzen wir neu an. Was ich nicht mache, ist hinterher die geschnittene Version nochmal sozusagen zur Abnahme zur Verfügung zu stellen. Aber ich habe ja nichts davon, wenn mein Gast sich im Gespräch unwohl fühlt. Also so funktioniert ja Podcast nicht. Sächsische Verhältnisse, der Podcast mit Jan Witzer, wo alle hinterher denken, was für ein Scheiß. Das macht ja keinen Sinn. Also das macht ja keinen Sinn. Ja, du hast jetzt ganz, ganz viele Punkte angesprochen. Und da also wirklich nochmal so zum Nachfragen. Du machst es ganz alleine oder hast du Unterstützung? Also im Schneiden eben. Ach so. Entschuldigung. Das mache ich alleine, ja. Wahnsinn. Ich meine, da hast du dir ja auch einiges an Kompetenz aufgeladen, oder? Also das ist... Also die Lernkurve war eklig steil. Zumal mein erster Gesprächsgast in Folge 1 ist ein sehr nachdenklicher Mensch und der hat sich zur Angewohnheit gemacht, wenn man ihm eine Frage stellt, dann macht er... Nun ja, dabei müssen Sie bedenken, also ich habe aus der ersten Folge, habe ich ungelogen 15 Minuten Atemgeräusche rausgeschnitten. Und das war, da hatte ich dann, danach wusste ich, wie es geht. Was waren so die größten Herausforderungen bei der Podcast-Produktion für dich? Dass ich es am Anfang, wollte ich die Herrschaft über meine eigenen Daten haben. Also ich wollte mich nicht an irgendwen binden und habe über eine WordPress-Seite, also die sächsischenverhältnisse.de, das könnt ihr euch auch gerne angucken, da gibt es auch die Unterseite über das Projekt, da beschreibe ich auch sozusagen mein technisches Line-up, habe ich eine WordPress-Seite eingerichtet und habe dort, gibt es dann verschiedene Integrationsmöglichkeiten, um Podcast-Player zu integrieren und dann die MP3-Datei auf dem eigenen Webspace zu platzieren und einen RSS-Link zu generieren und so. Dann gab es vor, ich glaube, anderthalb Jahren ist Spotify in das Podcast-Game eingestiegen und plötzlich hieß es, also wenn du mit deinem Podcast groß rauskommen willst, dann musst du zu Spotify. Und Spotify als Plattform hat sich aber nur an bestimmte Podcast-Hosts gebunden. Also die haben sich vertraglich verknüppert und haben gesagt, wir wollen Podcast, ihr habt Podcast, wenn ihr
bei uns mitmacht, dann laufen die Podcasts bei Spotify exklusiv. Und ich habe mich ein bisschen treiben lassen und habe gedacht, ja, das willst du eigentlich auch. Eigentlich willst du auch zu Spotify, weil, sind wir doch mal ehrlich, wer einen Podcast macht, außer der Kollege, der vorhin gesprochen wird, der möchte eigentlich ja auch gehört werden. Das ist ja schon irgendwie auch das Ansinnen. Habe dann den Hoster gewechselt, also habe mich dann bei einem deutschen Anbieter sozusagen bezahlt dort einfach, damit ich dort laufen kann. Das ist sehr komfortabel, also die haben das Podcast-Hosten auch extrem komfortabel für Menschen gemacht, die wenig technische Erfahrung mitbringen. Dafür nehmen die natürlich Geld, klar. Und dann läuft man mit wenigen Klicks auch auf allen Plattformen und hat einen Player, den man einbinden kann und so. Und dann muss man plötzlich gar nicht mehr so viel wissen. Also das ist sehr, 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 sehr komfortabel geworden. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass einfach jetzt jeder sagt, ach, so ein Podcast kann ich auch. Und es stimmt, die technische Seite ist nicht mehr schwer zu beherrschen. Großartig, das ist sehr ermunternd für alle, die Lust haben. Ja, absolut, absolut. Ja, wir haben jetzt 3 Fragen aus dem Chat noch, Ole. Genau, erstmal geht es vielleicht auch nochmal um deine Haltung. Ich würde das so ein bisschen framen und hier die Frage von Andrea aufnehmen, die nämlich fragt, gibt es Personen, die du aus politischen, ethischen Gründen nicht interviewen würdest? Und das ist ja gerade bei deinem Podcast sicherlich spannend, weil du ja auch wirklich sehr unterschiedliche Akteure einlädst und sehr kontrovers auch einlädst. Ja. Du hast gesagt, du bist kein Journalist, sondern politischer Bildner. Also was ist deine Haltung, wenn du diese Personen einlädst und gibt es Grenzen, wen du nicht einladen würdest? Ja, das danke. Also die Frage habe ich mir ziemlich am Anfang auch gestellt und ich habe eine Liste gemacht, eine Spalte gemacht, wo ich potenzielle Gäste, GesprächspartnerInnen aufgeschrieben habe und dachte, ah, das wäre schon geil, mit dem mal zu reden, weil es gibt ja wirklich auch Sachen, die ich im Freistaat Sachsen immer noch nicht verstehe. Also nicht nur als politischer Bildner, sondern auch als Bürger dieses Bundeslandes einfach nicht nachvollziehen kann, warum man Dinge so tut, wie man sie eben tut und entscheidet, wie man sie entschieden hat zum Beispiel. Und auf der anderen Seite gab es die Spalte Menschen, mit denen ich nicht reden werde. Und da stand am Anfang zum Beispiel auch Frauke Petri drauf. Weil ich dachte, eine Plattform bieten und das ist total schwierig. Naja, auf der anderen Seite, und da kann man, glaube ich, vor allen Dingen gut in den Diskurs eintreten, hat die AfD heute und aber auch damals erhebliche Wahlerfolge im Freistaat Sachsen eingefahren. Und zur Bundestagswahl 2017 haben eine Vielzahl von Menschen im Freistaat Sachsen die AfD gewählt. Dann habe ich gedacht, naja, das ist ja sowas wie eine politische Realität, da komme ich auch nicht ganz drum rum. Und habe sie dann mit auf die andere Seite der Liste genommen, aber auf der mit denen rede ich nicht, Liste stehen immer noch Menschen, zum Beispiel Lutz Bachmann, also der Pegida-Begründer. Das geht nicht, das kriege ich nicht hin. Das geht für mich schlicht nicht. Punkt. Bist du denn dann neutral oder, also es gibt ja zum Beispiel auch das Format jetzt mit Kurt Krömer, der sagt, ich lade nur Leute an, die ich toll oder scheiße finde und man weiß relativ genau, wen er toll und wen er scheiße findet. Würdest du sagen, in deinem Fall ist das transparent oder versuchst du wirklich mit der gleichen Offenheit oder auch dieser Neutralität daran zu gehen? Ja, also ich versuche es, aber das weiß nicht, vielleicht geht das anderen politischen Bildern auch so. Es kommt eben eine Grenze, die man dann spürt. Also es gibt die Folge 19, glaube ich, die ist von Januar letzten Jahres. Da spreche ich mit Matthias Scholz. Matthias Scholz war der Vorsitzende der Jungen Alternative in Sachsen, also der Jugendorganisation der AfD und damals der Organisator der Höcke-Rede in Dresden, wo diese geschichtsrevisionistischen wo die geschichtsrevisionistische Rede von Höcke stattgefunden hat im Ball- und Brauhaus Watzke. Und mit ihm, das war ein Gespräch, da habe ich mich auch lange intensiv vorbereitet. Das ist auch nicht nur eine Stunde, sondern es sind dann anderthalb, weil ich bestimmte Dinge einfach auch wirklich wissen wollte. Und da habe ich überlegt, wie das geht. Und den habe ich dann nicht in meinem Büro gehabt zur Aufzeichnung, sondern wir sind in den Konferenzraum gegangen, weil ich mich da auch innerlich nicht so sehr distanzieren konnte, dass das irgendwie gut für mich funktioniert. Da brauchen wir dann einen anderen Raum. Und meine Spielregel ist, ich stelle eine Frage und ich frage zweimal nach. Und wenn es dann immer noch nicht klar ist, also wenn es tatsächlich nicht plausibel wird, dann höre ich auf zu fragen, dann gehe ich zur nächsten Frage über. Da kommt auch das Format an die Grenze und das wäre spannend zu diskutieren mit Blick auf die politische Bildung. Man kann in so einer Podcast-Folge nicht zu dem Punkt kommen, zu sagen, ich habe recht und Sie sind doof. Da ist halt irgendwann Schluss.
Und ich bemühe mich um weitestgehende Neutralität, weil ich ja sonst auch ein Problem hätte, dann kommen keine Gäste mehr, ne? Aber auf der anderen Seite, also zum Beispiel habe ich jetzt so ein Segment gemacht, wo ich die jugendpolitischen Vereine und Verbände, Organisationen oder die den Parteien nahestehenden jugendpolitischen Organisationen eingeladen habe. Und die Junge Alternative hat, der Vorsitzende der Jungen Alternative hat auf meine E-Mails überhaupt nicht mehr reagiert. Das, also man auf Dauer kommt man eben dann doch in eine Positionierung hinein, ob man will oder nicht. Das lässt sich nicht verhindern. Allein durch Gästeauswahl nehme ich ja schon Positionen ein, ne? Wenn ich sage, mit Lutz Bachmann rede ich nicht, tut mir leid. Also der wäre total relevant für das, was politisch, gesellschaftspolitisch im Freistaat Sachsen abgeht, aber ich will das nicht. Also wer die freiheitlich-demokratische Grundordnung verlässt, der muss auch nicht in meinen Podcast kommen. Eine Frage von Michael, die aber gleichzeitig auch an alle im Chat gestellt ist, was ich sehr schön finde, möchte ich an dich weitergeben. Wo siehst du, beziehungsweise wo seht ihr alle Lücken in der Podcast-Landschaft? Man könnte vielleicht an der Stelle auch fragen, wie divers ist denn die Podcast-Landschaft aus deiner Sicht? Ich oder alle? Alle, aber ich stelle die Frage natürlich dir, weil du ja auch sicherlich einen Blick darauf hast und vielleicht bei der Auswahl der Gesprächspartner manchmal ja auch guckst, welche Perspektive würde ich gerne stark machen. Das ist mir selbst auf die sozusagen inhaltlich auf die Füße gefallen, so mit Folge 15 habe ich gedacht, meine Güte, so richtig divers ist der Podcast nicht. Also da musst du nochmal gucken. Ich habe sozusagen versuche, das politische Spektrum abzudenken, versuche das Verhältnis von Männern und Frauen ins Verhältnis, also in eine gute Ausgewogenheit zu bringen. Und jetzt müsste ich natürlich, also auch die Frage nach kultureller Diversität taucht jetzt immer deutlicher bei mir auf. Die ist im Freistaat Sachsen prinzipiell unterrepräsentiert. Und jetzt bin ich gerade mit dem Ausländerrat in Dresden im Gespräch, ob wir eine Folge zusammen machen können, die ganze Frage nach Migration im Freistaat aus migrantischer Perspektive mal zu beschreiben. So. Aber prinzipiell ist die Podcast-Szene nie divers genug. Also da geht immer noch was. Und wer eine Idee hat und ein Thema hat und was zu sagen hat und die technischen Skills sich draufbringt, sollte sofort mitmachen. Also ja. Ja, und thematisch. Es gab hier auch noch ein paar technische Fragen, die sollen natürlich nicht unten runterfallen. Die eine Frage, wie hast du deinen Podcast bekannt gemacht? Und Postproduktion mit Kopfhörern oder mit Studioboxen? Welche Effekte verwendest du bei der Nachbearbeitung? Und jetzt verwendest du Kompressoren? Das musst du jetzt alles schnell beantworten. Nerdige Fragen. Okay. Was war die erste nochmal? Achso, Podcast bekannt gemacht. Ich habe, glaube ich, also heute würde ich sagen, ich habe einen konzeptionellen Fehler gemacht. Damals fand ich den klug. Sächsische Verhältnisse, der Podcast mit Jan Witzer, so heißt das Ding, was totaler Mist ist, weil ich es an meine Person gebunden habe. Ich habe aber gedacht, ja, aber es ist ja klug, weil die Gäste wechseln immer und es braucht doch irgendwie eine Identifikation. Ja, nee, das Ding hätte auch einfach nur sächsische Verhältnisse heißen können, das ist gut. Jetzt läuft er aber so und ist egal. Bekannt gemacht habe ich ihn über die sozialen Medien, also Facebook, Twitter, Instagram. Und ich habe 3 Folgen aufgezeichnet, bevor ich überhaupt rausgekommen bin, damit, wenn Leute in so einen Podcast reinhören, den entdecken in ihrem Podcast-Player, dann bingen die ja erstmal was weg. Ne? Da will ich wissen, erste Folge war so, okay, ich gucke mal, was der noch hat. Und das war, glaube ich, ganz gut, dass ich erstmal 3 Folgen am Start hatte, um sozusagen dieses erste... da ist der Neue auf dem Markt, jetzt hören wir mal rein. So. Und dann lebt es sehr davon, gerade bei Interviewgästen, dass sie das natürlich über ihre Filterblase verteilen und in ihre Echokammer geben. Da gibt es dann auch immer nochmal Resonanz. Und je nachdem, welchen Gast man hat, wenn der dann wieder irgendwas tut und plötzlich sein Google-Rank nach oben geht, dann tauchen auch die sächsischen Verhältnisse auf und dann hören die Leute die Folge mit ihm und so verbreitet sich das dann so nach. Wie masterst du deinen Podcast? Ich mache das... mit Reaper, das ist aber auch alles in dem How-To auf der Website beschrieben, also Reaper mit dem sogenannten Ultraschall-Layer, was speziell für Podcast-Produktion programmiert worden ist. Das ist eine großartige Software. Kompressoren benutze ich gar nicht und dann geht es nochmal über Auphonic hinterher. Das ist aber schon bei meinem Podcast-Host sozusagen integriert, also ich lade die fertige Datei hoch und dann wird das nochmal von denen über Auphonic schön durchgeschliffen. Jakob, magst du anfangen? Seid schneller als ich mit dem Mikro einschalten. Wir haben
Also bei uns gab es tatsächlich auch spannende Ideen, sozusagen einen eigenen Podcast zu entwickeln. Ich habe mit Johannes und Annette zusammen diskutiert, die aber sich relativ stark dann an Multiplikatorinnen gerichtet haben und also an eine ältere Altersgruppe und eben nicht primär Formate der politischen Jugendbildung waren. Und wir haben dann diskutiert, inwiefern es sich wirklich für politische Jugendbildung eignen kann. Mhm. Und sind da eher skeptisch gewesen, also sowohl was die eigene Produktion angeht, als auch was sozusagen die Reichweite unter Jugendlichen, also jedenfalls in der Altersgruppe von 10 bis 20 angeht, wie viele von denen wirklich Podcasts konsumieren. Und sind dann am Ende bei einer sehr spannenden Diskussion über Hörspiele, die verschiedenen und diversen für Kinder und am Ende auch Kinderbüchern gelandet, die aber, glaube ich, eigentlich eine ganz spannende Auseinandersetzung fördern könnte, die sich durchaus sehr für die politische Bildung eignen könnte. Vielleicht auch in dem Kontext von Podcasts, das wissen wir noch nicht so viel aus der Gruppe. Okay, ja, danke. Jünger, was habt ihr besprochen? Ich muss noch meine Stummschaltung aufheben, genau. Hi, ich bin Judith Jünger von der, genau. Und wir waren in der Gruppe mit einer weiteren Kollegin aus der Jugendsozialarbeit, die mit jungen migrantischen Menschen arbeitet, und einer Kollegin eher aus der politischen Bildung. Und wir haben schon nochmal überlegt, wie dieses Medium-Podcast, an wen sich das eigentlich richtet und wer da zu Wort kommt. Und wenn wir es als Mittel der politischen Bildung für benachteiligte Jugendliche oder Jugendliche aus migrantischen Milieus nutzen würden, dann würden wir uns eher sozusagen als Ermöglicher sehen, um erstmal mit den Jugendlichen gemeinsam nach ihren Bedarfen zu fragen, was wären ihre Themen, was würden sie gerne sagen, zu was wollen sie sich äußern. Also es ist eher sehr partizipativ und langsam anzugehen und nicht sozusagen schon ganz schnell Podcasts zu produzieren für sie, wo sie in der Konsumentenrolle sind, sondern sie als Akteurinnen ernst nehmen und dann entsprechend langsam damit vorgehen. Ob das dann wirklich ihr Medium ist und sein wird, können wir gerade noch gar nicht abschätzen. Aber ihr habt schon den Plan quasi, so hört es sich gerade an. Genau, erst Überlegungen, was man im Vorfeld alles gut überlegen muss, um es nicht von oben drüber zu stülpen, sondern als Forum zu ermöglichen, damit junge Menschen eine Stimme bekommen. Großartig, danke. Uwe meldet sich noch. Uwe, über was habt ihr geredet? Ja, Uwe Jakubczyk von der Evangelischen Akademie Hofgeismar. Ja, wir waren so eine gemischte Gruppe, zum Teil in Jugendbildung und Erwachsenenbildung. Ich kann dann gut anknüpfen, was gerade vorher gesagt worden ist. Es geht schon um die Frage, wie partizipativ kann so ein Format sein. Wir haben gesagt, nochmal erinnert daran, es ist ja Podcast, klar, aber es gibt ja, was ja auch schon immer gemacht worden ist von vielen Kollegen und Kolleginnen, sind Radiosendungen. Also man hat mit offenen Kanälen zusammengearbeitet, dort mit Jugendlichen auch Sendungen produziert und auch daran nochmal anzuknüpfen. Also auf der einen Seite zu sagen, ja, also jetzt nicht für, sondern versuchen möglichst mit Jugendliche. Wir hatten gestern in unserer Zusammenkunft mit den Jugendbildern ja die Frage gehabt, wie sehen eigentlich Jugendliche jetzt ihre Zukunft? Wie können sie ihre Stimme erheben und auch mitzugestalten, auch gehört zu werden? Wie wollen wir eigentlich im Grunde in der Gesellschaft partizipativ an der Gestaltung von Gesellschaft und Politik mitwirken? Und dafür so ein Format wär sicherlich gut. Und da zu gucken, wie kann man vielleicht auch Erfahrungen von, oder wie kann man so ein technisches Equipment von offenen Kanälen oder offenem Radio, wie jetzt hier in Kassel oder in Thüringen und so weiter, auch nutzen, vielleicht auch mit zusammen zu überlegen, wie kann so ein Podcast produziert werden. Und da die Frage auch nochmal, vielleicht weiß Jan da mehr, gibt es sowas schon? Also wir haben jetzt so gesagt, es gibt sowas, ich glaube, in Kindergarten, die haben so jetzt quasi in so einer Zeit mit Kindern so einen Podcast produziert, also quasi so in dieser Corona-Zeit. Mit Schülern war es mal angedacht, aber gibt es da schon Erfahrungen, wie das mit Jugendlichen läuft und wie das mit Jugendlichen gemacht werden kann? Danke. Ja, Jan, da würde ich tatsächlich direkt an dich übergeben. Einmal diese Frage, genau, gibt es da schon mit Kindern und Jugendlichen? Weißt du da was? Und die zweite Frage, die auch schon vorher angesprochen wurde und auch im Chat nochmal kam, mit dem, wer hört denn die Podcasts? Ne? Das ist ja jetzt so die andere Seite. Mhm. Also ich weiß hier, der Markt ist nahezu unüberschaubar. Ne? Insofern kann ich, also garantiert übersehe ich was. Was ich weiß, es gibt hier in Dresden zwei Gymnasien, die auch so SchülerInnen-Radios haben.
Und die haben jetzt sozusagen auf Podcast umgestellt. Also da gibt es dann eine eigene Playlist bei dem Streaming-Anbieter und gleichzeitig machen die sozusagen ihren Podcast, wo sie so ihre Sachen durchsprechen, die sie sonst als SchülerInnen-Radio bringen und das hauen die jetzt als Podcast raus. Darüber hinaus ist alles möglich. In meiner Gruppe war nur ein Argument, was ich stark gemacht habe, wenn man das mit Kindern und Jugendlichen macht. Man hat eine hohe Verantwortung für das, was sie dort tun und wie das im Netz sich bewegt und was daraus gemacht wird im Zweifel auch, wie Reaktionen darauf erfolgen. Und da hat man als Jugendbildner oder als Mensch, der im Jugendverband tätig ist, ja auch eine Verantwortung für die Jugendlichen, mit denen man arbeitet und das, was veröffentlicht wird und dann im Zweifel daraus gemacht wird. Also da würde ich nochmal so einen zweiten Kontrollpflock einschlagen, ein Vier-Augen-Prinzip oder ein Vier-Ohren-Prinzip einführen und sagen, also ich bin zufrieden mit der Folge, aber hey, Kollegin, Kollege, hör du doch nochmal drüber, können wir das so machen oder nicht? Ne? Das wäre glaube ich, nochmal wichtig. Zu dem Teil der Verantwortung auch gehört ja auch die Frage mit der Reichweite. Ne? Also es ist natürlich die Frage, wer hört das alles? Ja. Du hast sicherlich auch ein Analyse-Tool oder schaust dir sicherlich auch irgendwie an, wie das geht oder wie ist es bei dir? Also worüber oder wie weißt du, wer es hört? Also was man nicht ausmessen kann, ist sozusagen Geschlecht oder Alterskohorte. Also wie soll das gehen? Weil das ja als RSS-Feed sozusagen, es wird zur Verfügung gestellt und wer zugreift, da kann ich die Uhrzeit meinetwegen könnte ich ermitteln. Ich kann ermitteln, über welches Endgerät sich eingewählt wurde. Daraus könnte ich dann eine statistische Ableitung versuchen zu treffen. Also wer ist in der Lage, sich ein iPhone zu kaufen zum Beispiel? Wer kommt eher über PCs? Wer kommt mit Mac, iPad und so weiter? Oder wer hört es direkt über den Feed? Ich kann Uhrzeiten von Zugriffen und tageweise auch Downloads ermitteln. Aber was ich nicht kann, ist zu sagen, wie alt sind denn die Menschen? Haben die einen Migrationshintergrund oder nicht? Welchem Geschlecht sind sie zugeordnet? So, das geht alles nicht. Also das ist schlicht technisch nicht möglich und ehrlich gesagt bin ich da auch ganz froh drüber. Auf der anderen Seite kann man natürlich, und das ist die härteste Währung, die es eben im Podcast-Game gibt, wie sind denn deine Zugriffszahlen? Da redet kein Podcaster gerne drüber, weil man sofort mit den Großen im Game verglichen wird, also Professor Drosten oder anderen, und da kann halt keiner mithalten. Ich bin ganz zufrieden, wenn sich meine Folgen so bei 600 bis 800 pro gehörte Folge einpegeln. Das ist ganz gut, aber es gibt auch Folgen, da hören dann eben nur 200 die Folge zu Ende, weil die total nerdig oder vielleicht im Zweifel auch langweilig ist oder gerade am Thema vorbeigeht oder so. Ne? Also das ist schwer zu sagen. Aber es gibt eben auch einzelne Folgen, die dann über die Zeit auch so in die 1500er-Marke reingehen. So. Und das ist ja okay. Und ich habe das mit dem Direktor einer politischen Stiftung hier in Sachsen, habe ich das mal diskutiert, wie viel Aufwand er betreiben muss, um sozusagen ein Saal mit 300 Gästen für eine Podiumsdiskussion vollzukriegen, ne? Was das an Werbung, an Vorbereitung kostet. Und ich sage, naja, die Folge mit Ihnen, die wurde 600 Mal abgehört. Ja, das kann schon echt eine andere Reichweite haben. Also das ist schon beeindruckend. Kann man diese Zahlen auch nicht gleich so gegeneinander ausspielen, wie ich das jetzt in dem Beispiel gemacht habe, ne? Weil das ja verkürzt ist. Aber die prinzipielle Idee zu sagen, es ist ein Kanal, den ich mitnutzen kann, ja, klar. Ja, natürlich. Es kam jetzt nochmal eine Frage über den Chat rein. Ole, magst du die gerade stellen? Ich stelle jetzt einfach selbst eine Frage. nochmal zu diesem Themenfeld, nämlich Reichweite und das, was vorher schon angeklungen war, im Sinne von, gibt es Lücken, wie sieht es aus mit Diversity? Und im Chat kann man das verbinden mit der Frage, die Susanne auch nochmal aufgeworfen hat. Also können zum Beispiel Jugendliche sich auch jugendpolitisch zu Wort melden über dieses Medium Podcast? Und da würde mich deine Einschätzung einfach interessieren, was für eine Reichweite ist eigentlich relevant? Also wenn du sagst, du hast 600 Menschen, die eine Podcast-Folge hören, in einem ja doch relativ spezifischen Podcast-Feld, also nicht alle Menschen interessieren sich für Sachsen, ist das für dich sozusagen eine große Reichweite? Ja, Sachsen ist natürlich ein besonderes Bundesland, aber wie würdest du sozusagen die Chancen sehen, dass man darüber auch vielleicht könnte sagen, spitze Zielgruppen erreicht. Also Räume schafft, in denen eben Platz ist für besondere Themen. Weil das wäre ja dann auch was wieder für die politische Bildung spannend ist. Ja, also ich glaube, da muss man das Erfolgskriterium für sich nochmal durchchecken. Ne? Was will ich?
Also will ich Jugendlichen ein Angebot machen, in dem sie mit den Themen und Positionen, die ihnen wichtig sind, reflektiert zu Wort kommen und Reichweite generieren können. So, also persönliche Kompetenz erweitern, einen Ort finden, wo sie sich formulieren können und das Ganze sozusagen einer geneigten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Oder will ich in meinem Landkreis das meinungsprägende Medium werden. Und dann muss ich natürlich ganz anders auf Reichweite gucken. Aber dann stehe ich in der Spannung, dass ich mich bestimmten Mechanismen von MedienmacherInnen nicht entziehen kann. Also dann muss ich auch in meinen Headlines mit am Ende ein Fragezeichen setzen. Helfen, können Bananen Corona heilen? So muss dann die Folge heißen, damit ich Klicks generieren kann, wenn ich über das Gesundheitswesen in unserem Landkreis rede. Ja, aber das ist ja... Also da kommt man so in eine Frage von, ist das lauter? Also ist das aufrichtig? Ist das angemessen für Formate der politischen Bildung? Ich glaube, auf Reichweite zu gucken und auf Klickzahlen zu gucken, ist nicht hilfreich. Mhm. Welche Ausspielwege würdest du denn empfehlen, wenn jetzt Leute selbst einen Podcast zum Beispiel mit Jugendlichen produzieren wollen? Also alle haben wahrscheinlich Spotify und andere große Plattformen im Blick. Ist das dann auch der richtige Kanal aus deiner Sicht? Ich packe jetzt einfach mal in den Chat so eine kleine Sammlung an Links, die sind ein bisschen korrumpiert, aber da müsstet ihr sie im Zweifel euch einfach rauskopieren. Da habe ich auch meinen Hoster reingesetzt. Also die Voraussetzung für einen Podcast ist ein sogenannter RSS-Feed. Der muss erstellt werden. Und wenn man sich für einen Hoster entscheidet, jetzt in dem Fall habe ich mich für Podigee entschieden, die erstellen das in ihrer Plattform. Also da muss ich ein paar Sachen eingeben und dann erhalte ich einen ausspielfähigen RSS-Feed, der dann über alle Plattformen läuft. Also ein Podcast muss zu so vielen Standorten wie möglich ausgespielt werden, weil eben die Rezeptionsform so unterschiedlich ist. Also hier alleine im Bild sind jetzt schon 8 Podcast-Apps und es gibt aber noch mehr. Also ich würde sagen... Viel hilft viel an dieser Stelle und die Voraussetzung dafür ist ein funktionierender Feed, den alle Apps dann abgreifen. Es kam jetzt die Frage, ja, kann ich selber einen Podcast machen, kann ich das mit Jugendlichen machen? Wenn du jetzt sagen würdest, was kann dir so Schönes begegnen? Was wäre was, wo du sagen kannst, oh ja, deswegen lohnt es sich kannst du dir vorstellen mit Jugendlichen oder deswegen lohnt es sich, dass du einen Podcast machst? Was würdest du uns da mitgeben? Also das Erste ist, glaube ich, so ganz für einen selbst die persönliche Kompetenzentwicklung im technischen Feld und die Erfahrung, dass es nicht so schwer ist. Zwei, man lernt seine eigene Stimme anders zu ertragen. Und also es ist nochmal so eine Reflexionsform, auch eine persönliche Reflexionsform von Wirkung, Sprache, Auftreten und so. Mit Blick auf Jugendliche, junge Erwachsene, es gibt eine unheimlich enge Bindung. Man geht in ein Redaktionsteam rein, man arbeitet sich gemeinsam durch Themen durch. In der Breakout-Session gerade hatten wir auch einen Kollegen, der erzählt hat, wie er Zeitzeugengespräche mit Jugendlichen vorbereitet hat und dann als Audioaufnahme produziert hat. Also da ist enges Arbeiten, themenspezifisch enges Arbeiten mit interessierten jungen Menschen möglich. Das ist doch großartig. Also dafür sind wir doch, eine Vielzahl von uns ist genau dafür angetreten. Und dieses Medium macht einfach auch Laune. Also wenn man so ein bisschen ein ganz kleines Nerd-Gen hat und gerne sich mit Tonspuren und anderem Kram auseinandersetzt, dann kann es ein total befriedigendes Feld sein, um seinen Arbeitsbereich zu erweitern. Herzliche Einladung, unbedingt.